Hallöchen Leute und herzlich willkommen hier zum Bundesliga-Ersatz, also meiner FIFA 20-Karriere mit Werder Bremen. Ich habe es in der letzten Episode so ein bisschen humoristisch angemerkt. Ich habe euch in der letzten Episode gesagt gehabt, so jetzt wo Corona durch die ganze Welt stapft und alle möglichen Fußballverbände da ihre Ligen schließen, sei es die Serie A, die La Liga, Premier League, Bundesliga, alle möglichen Ligen schließen jetzt momentan wegen der Sorge um Corona, was ja auch verständlich ist. Und deswegen gibt es jetzt hier die FIFA-Karriere, um so ein bisschen natürlich einen Ausgleich dafür zu finden. Wobei, die gibt es jetzt nicht nur, weil Corona natürlich existiert. Die gibt es schon ein bisschen länger jetzt. Aber diese Karriere gibt natürlich euch jetzt einen Bundesliga-Ersatz. Mein Gott, ich meine das immer noch aus Spaß natürlich, weil natürlich kann das keine richtige Bundesliga ersetzen. Aber trotzdem, wir werden Fußball, oder wir vermissen, denke ich mal, alle den Fußball. Und deswegen können wir uns so ein bisschen wieder weiterhin an dem Fußball hypen und uns auf die weitere Saison hypen, wenn die ganze Corona-Sache da vorbei ist mit dieser Karriere. Hat das jetzt gerade Sinn ergeben, was ich gesagt habe? Höchstwahrscheinlich absolut überhaupt nicht. Aber ihr wisst schon ungefähr, wie ich das meine. In der heutigen Episode, da wird es ganz wichtig und prekär. Wir müssen in der heutigen Episode in Dortmund ran gegen den BVB. Im DFB-Pokal. Es ist Halbfinalzeit. Ich habe so ein paar Flashbacks zu Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt, auch wenn der Gegner hier wahrscheinlich, ich möchte jetzt hier keine Frankfurt-Fans irgendwie denunzieren oder sowas, aber auch wenn der BVB natürlich nochmal ein höheres Steckenpferd ist, müssen wir halt eben trotzdem mal schauen, wie wir uns hier schlagen werden, vor allem in Dortmund. Dortmund hier mit dem Heimvorteil. Wir wollen natürlich weiterkommen, gar keine Frage. Am besten natürlich, hallo, direkt den Pokal gewinnen. Werder Bremen kann den Pokal gerne mal wieder gewinnen, habe ich auch kein Problem mit. Das wird aber eine ganz, ganz harte Nuss, die wir hier zu knacken haben. Zudem haben wir in der letzten Episode gegen Wolfsburg gespielt. Ich habe zwar gewonnen, das war ein wunderbares Spiel. Das hat mich extrem gefreut. Das war wirklich ein richtig grandioses Spiel. Mein Team hat unfassbar gut harmoniert und gut gespielt. Ich muss aber trotzdem, man sieht hier an der Mannschaft schon ein paar Spieler wieder wechseln. Ich habe auch ein bisschen rotiert und so in der letzten Episode. Das hat auch gut funktioniert. Aber wir müssen heute wirklich eigentlich mal wieder eine Top-Mannschaft aufstellen. Von daher, das wird vielleicht ein bisschen, das wird interessant, wie ich das Ganze aufstellen werde. Ich denke mal, wir bekommen das ganz gut hin. Ich will auch gar nicht weiter rumfackeln. Ich nehme direkt jetzt mal erstmal an der Pressekonferenz teil. Ich muss jetzt erstmal den Journalisten meine Meinung gaukeln. Ne? Sowas, was man halt eben so macht als prädestinierter Trainer, vor allem als so Mafia-Boss hier. Wie wichtig ist die mentale Einstellung der Spieler im Vorfeld der Partie gegen Borussia Dortmund? Ja, was würde denn so jemand sagen wie wir? Aggressivität und Professionalität? Nee, wir haben echte Siegertypen. Ich glaube, das wird er wirklich sagen. So, das passt ganz gut. Wir haben echte Siegertypen und das zeigt sich auch an ihrer Mentalität, an ihrer Einstellung. Natürlich gilt Borussia Dortmund als die bessere Mannschaft, aber wir werden trotzdem alles geben. Sane, Borussia Dortmund gilt als harter Gegner. Wie bereiten Sie Ihre Mannschaft auf das Duell gegen das Team von Trainer von Dortmund vor? Das finde ich eigentlich auch mal eine ganz gute Bezeichnung. Also, wie gehen Sie mit der Spielermoral um? Das Team ist super drauf. Alle sind gut drauf? Nee, das Team ist super drauf. Wir sind ein Team. Das Team ist gut drauf. Wir haben VfL Wolfsburg klar mit 3 Toren Vorsprung geschlagen. Wer will verhindern, dass wir das noch einmal schaffen? Zuletzt hat Ihr Team schwankende Leistung gezeigt. Wie sehen Sie diese Formschwankungen? Jetzt wird man nicht direkt frech hier. Ja, ich weiß, dass die Interviewer gerne mal hinterlistige, freche Fragen stellen und so weiter, aber ich würde bei mir aufpassen. Ich habe da meine Connections und ich möchte eigentlich dafür sorgen, dass du morgen noch deine Familie siehst. Also lass bitte diese Fragen. Was haben wir denn hier? Ich bin enttäuscht, um Gottes Willen. Nein, wir werden allen zeigen, was wir können. Meine Spieler werden sich bald verbessern. Wir werden allen zeigen, was wir können. Ich habe keinen Zweifel daran, dass wir uns verbessern werden. Bald werden alle sehen, was in uns steckt. Jawohl. Stand da gerade? Habe ich das jetzt gerade falsch vorgelesen oder stand da gerade in diesen Untertiteln drin, was in ins steckt und nicht uns? Oder sah das jetzt gerade nur so aus? Egal, ich bin jetzt hier nicht hier, um irgendwelche Rechtschreibfehler kundig zu machen und zu erzählen, wo was falsch geschrieben worden ist. Und ich bin natürlich hier, um heute den BVB aus Dortmunder Stadion rauszubuxieren. Die rauszugallern da aus dem Signal Iduna Park. Mir ist gerade schon fast wieder der Stadionname entfallen hier so. Die Trikots passen, glaube ich, denke ich mal ganz gut so. Wir haben heiteres Wetter, Anstoß um 20.30 Uhr, ein Abendspiel natürlich, also schon mal eine Leute, da sind gerade die Mentalität der Fans da, um so eine Uhrzeit sind sie ganz oben mit dabei, es wird viel Alkohol getrunken, auch schon wahrscheinlich viel vorgeglüht und so, und da ist die Mentalität der Fans absolut richtig da und das wird ein hitziges Spiel, da freue ich mich schon drauf. Bittencourt muss mal raus, dafür kommt Nelson mal rein. Konrad Bier muss auch raus, der hat ein klasse Tor geschossen in der letzten Episode. Wer die letzte Episode nicht gesehen hat, auf jeden Fall vorbeischauen. Wie gesagt, ein grandioser Sieg war das gegen Wolfsburg. Ich pack mal Cuisance da wieder rein. Veljkovic würde ich gerne mit Barkfrede tatsächlich tauschen. Veljkovic hat gespielt in der Innenverteidigung mit Toprak, glaube ich, ne? Und Moisander hatte ich, glaube ich, rausgewechselt gehabt. Weißt du was? Ich werde Veljkovic einfach mal drin lassen. Ich schaue nur hier, ob ich irgendwelche Spieler mit nach oben nehmen kann. So Alanovic und so weiter.
Ja, könnte man natürlich mitnehmen und so, aber ich weiß nicht, ob das wirklich Sinn ergibt gegen ein Spiel, wie in einem Spiel gegen BVB in einem Halbfinale des DFB-Pokals. Hat das. Keine Ahnung, das ist mein Deutsch aber auch echt. Ich weiß auch nicht, was das ist. Coronavirus geht eigentlich nur auf die Lunge und auf das Herz oder irgendwie sowas. Ey, bei mir geht's irgendwie, steigt mir das ab so ins Gehirn oder so. Weiß ich auch nicht. Oder es ist irgendeine andere Krankheit, die ich da habe. Wen machen wir noch rein? Golla und so weiter, da kannst du mich mit jagen, auf gar keinen Fall, Straudi und so. Also, weil das Problem ist halt eben, Rex und Conor Bier sind beide echt gut angeknackst und die kann ich natürlich nicht reinwechseln. Wisst ihr was, ich nehme jetzt einfach mal Grohef mit. Grohef wird zwar nie irgendwie groß eine Chance bekommen oder sowas, aber vielleicht freut er sich ja, wenn er wenigstens auf der Bank sieht und das Spiel von dort aus betrachten kann. Keine Ahnung, es klingt hart, aber ich glaube, er wird keinen Einsatz finden. Ja, vielleicht, ne, ich lasse mich auch gerne vom Besseren überzeugen. Vielleicht wird ein Spieler verletzt sein oder sowas, ich bin darauf angewiesen, ihn einzuwechseln. Man kann ja niemals wissen, wisst ihr was, ich nehme jetzt Alanovic aber trotzdem mit. Der hat nicht gespielt und so. Und Rex ist halt zu angeknackst, den kann ich nicht mitnehmen, dann nehme ich lieber Alanovic mit. Und ich würde sagen, damit gehen wir dann auch tatsächlich ins Spiel rein. Wie gesagt, ich bin ein bisschen aufgeregt, ich habe ein bisschen Muffensausen, mir geht ein bisschen der Kackstift, wenn ihr mich fragt, weil das ist hier extrem essentiell wichtig. Ich möchte, dass meine Bremer hier natürlich mit einem Sieg vorankommen. Ich kann es aber auch verstehen, wenn wir gegen Dortmund verlieren. So hart es halt eben auch klingt. Aber ey Leute, jetzt nicht daran denken, was passieren würde, wenn wir verlieren würden oder sowas, sondern wir gehen jetzt halt eben darum, dass wir hier halt eben absolut den Sieg einfahren und hoffentlich nicht in die Verlängerung oder sowas gehen, sondern dass wir das Ganze jetzt hier mal eben ganz schnell, ja, mal ganz schnell hier mit Dortmund auf einmal den Garaus machen können. Das wäre natürlich super. Komm, Morales schießt sich ein bisschen warm. Schade. Den Birki direkt angeschossen. Oh, Signal Iduna Park. DFB-Pokal, meine Damen und Herren. Oh, hier wird's jetzt richtig spannend. Meine Güte, ich krieg das von den Nerven aber ganz gut hin eigentlich. Und ich hoffe, heute wird's auch mal wieder eine super, super, richtig geniale Leistung von meinem Team. So wie ich das gesehen hatte gegen Wolfsburg. Das wäre natürlich das Nonplusultra. Das wäre genau das, was wir uns hier wünschen. Ich hoffe auch kein Spiel wie gegen, war das gegen die Würzburger Kickers? Ich bin mir nicht zu 100% mehr sicher. Da sind wir doch auch in die Verlängerungen so gegangen, oder nicht, oder? Ich glaube, das war doch irgendwie so. Ich bin mir nicht zu 100% sicher. Egal, Wolf Fuß, Frank Buschmann sind nicht eure Spielkommentatoren. Das bin nämlich ich. Ich weiß nicht, wem ihr lieber zuhört, aber ihr müsst mir jetzt einfach zuhören. Und damit geht es auf. Anstoß BVB. Die Fans sind heiß. Natürlich die Dortmunder Fans lauter als die Bremer Fans. Aber es sind auch viele Bremer Fans natürlich mitgereist. Da ist die Mannschaft von Dortmund. Die sind auch ein bisschen geschwächt natürlich. Die haben natürlich auch eine ganz hohe Belastung. Bundesliga, womöglich auch noch in der Champions League unterwegs. Weiß ich natürlich nicht, ob sie da rausgeflogen sind. Moisander fängt die Flanke gut ab. Weiß nicht, ob sie vielleicht da rausgeflogen sind oder so. Kann ja sein. Man weiß es nicht. Oh, schlechter Pass hier von Nelson. Gute Idee. Morales gewinnt da fast wieder den Ball. Macht er eigentlich super. Gutes Pressing. Man merkt, dass er unbedingt den Ball haben möchte, um wieder nach vorne zu treiben. Der hat also auf jeden Fall den Spielfluss inne genommen. Veljkovic kommt da ran, macht er super, macht er echt klasse, stellt seinen Körper gut da rein. Hat Van de Beek gesehen, Van de Beek sieht Rashica losstarten, aber Rashica ohne Chance da. Ärgerlich, konnte nicht durchstarten, war sein Plan gewesen, der pfeilschnelle Rashica. Wir sehen Julian Weigel, Reus, Weigel und da haben wir Cuisance. Cuisance macht das halt super, bis dieser Pass eben kam, wo Nelson dann nicht rankommt. Aber Veljkovic ist auch wieder da. Meine Güte, was ist das hier für ein Pressing auf einmal von beiden Teams. Die wollen sich von Anfang an hier nichts geben, was ich aber auch super finde. Oh, wo willst du denn hinpassen? Spiel am Fokus, man sieht's, Marco Reus und Van de Beek. Jetzt erstmal Guerrero durch, Rafael Guerrero. Kann jetzt flanken gegen Veljkovic. Alcacer steht in der Mitte, aber da, wie gesagt, ohne Probleme. Pavlenka braucht da überhaupt gar nicht groß irgendwie in die Gefahr gehen. Kann die Flanke eben mal kurz so unterbinden. Unten läuft Nelson, komm Van de Beek. Wunderbar! Gegen Hakimi! Nelson gegen Hakimi! Nelson! Nelson! Reece! Oh Gott, da musste er abziehen. In die Mitte spielen war keine Option. Morales wurde gedeckt von, ist das Akanji? Ich kann es nicht ganz genau sehen. Da musste er es aber mal selber probieren. Aber er schießt einfach nur den Roman an. Und das ist dann halt eben dann auch ohne, sagen wir mal, ohne große Probleme für Birki. Egal. Mal gucken, ob wir jetzt irgendwie für Probleme sorgen können hier. Cuisance. Eckball kommt rein. Cuisance. Da steht Van de Beek. Van de Beek nicht der größte Spieler, aber da kommt er ran. Schade. Henrichs, gewinnst du den Kopfball? Nee, gewinnt er auch nicht. Jetzt sind wir im Zugzwang. Delaney, jetzt kommen sie nämlich, die Borussia aus Dortmund kommt jetzt nach vorne. Meine Güte, heute verhaspel ich mich aber auch mal hin und wieder. Entschuldige mich schon mal dafür. Sancho? Sancho jetzt im Doppelpack mit Alcacer? Hoffentlich gibt es da keinen Doppelpack. Moisander, schön. Schön mitgelaufen. Nicht direkt auf den Körper gegangen, hat darauf gewartet, dass sich der Ball ein bisschen nach vorne spielt. Und jetzt kommen wir mit dem Konter, hoffentlich. Oben läuft Rashica, pfeilschnell. Jetzt geht alles über die Flügel hier momentan. Alexandro ein bisschen ausgehebelt da. In der Mitte läuft Van de Beek wieder mit. Oh, Cuisance. Cuisance jetzt vielleicht. Cuisance. Michael Cuisance. 1:0 für Werder Bremen gegen BVB. Michael Cuisance. Da stehe ich wieder auf und jubel direkt mit. Da können meine Nachbarn gleich mithören, dass Werder Bremen Siegtor geschossen hat. Jeder darf das gleich mal miterfahren. Meine Güte, war das gut rausgespielt. So schön auf den Flügeln von Rashica. Van de Beek setzt sich super durch, springt über die Grätsche, sieht den Cuisance durchstarten. Cuisance mit einem richtig geilen Laufweg.
Und dann ist es einfach die Perfektion. Dann ist es halt einfach die Präzision. Die perfekte Präzision, mag ich doch auch auszusprechen. Oh, und wir führen 1-0, Leute. Wir führen 1-0. Halbfinale DFB-Pokal. Michael Cuisance. Oh, der ist es, der Franzose. Der ist es. Die Leihgabe, Leute. Die hat sich richtig gelohnt damals. So, jetzt muss BVB aber kommen. Und BVB versucht es jetzt wahrscheinlich. Pressen wahrscheinlich weiterhin. Machen ein gutes Passspiel weiterhin. Oh, das kannst du ihm anfangen, den Weg. Bein gestellt. Unnötiges Foul, gibt keine gelbe Karte. Marc Reus führt von da ganz aus. Bringt ihn auch rein. Piqué in der Mitte. Gerard Piqué haben sie anscheinend in der Innenverteidigung. Alter Schwede. So, Reece Nelson. Jetzt heißt es mal durchstarten. Morales rennt. Morales und wie er rennt. Super gesehen. Jetzt muss Weigel daran. Reece Nelson läuft weiter. Reece Nelson. Oh mein Gott. Rashica. Oh, fast das 2-0. In der Mitte. Reece Nelson. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist hier los? Ich hab Gänsehaut. Alter, Werder Bremen ganz mit dabei. War nicht abgefälscht, glaube ich, von Piqué. War, glaube ich, nicht abgefälscht. War es nicht. Es gibt Abstoß. Roman Bürki. Oh, hätte fast das 2-0 geklingelt. Alter Schwede. Reece Nelson nicht der beste Stürmer natürlich. Augustinsson kommt da nicht ran. Aber guck mal, Cuisance rennt gut mit. Macht es sicher zu Pavlenka. Hätte ich schon fast gesagt. Alcacer kommt. Oh, hätte auch ein bisschen anders natürlich ausgehen können. Schön gemacht hier. Van de Beek jetzt den Ball. Oben läuft Rashica. Ach, ist abseits. Natürlich ist es abseits. Egal, war eine gute Idee. War auch nur minimal zum Abseits. Also kein Problem hier. Alexandro bringt den weit auf Alcacer. Alcacer also hier der Mittelpunkt immer. Ohne Probleme für Toprak. Und der sieht ganz vorne Morales. Und der sieht jetzt ganz unten Reece Nelson wieder. Aber das müssen wir gar nicht. Das können wir auch safe machen. Wir können uns auch den Ball safe nach vorne spielen. Genauso mit Morales und gegen Piqué jetzt. Schöne Balltäuschung. Körpertäuschung. Balltäuschung sag ich schon. Der ist natürlich absolut im Abseits. Meine ich ja heute fast, will ich mir wahrscheinlich so ein bisschen zwischendurch. Es ist so ein bisschen daran geschuldet, dass ich... Morales! Jawohl! Morales! Nein! Hakimi gegen... Nein, Reece Nelson. Warum bringt er den so rein? Der hätte ihn auch mit dem Fuß einfach reinflanken können wieder. Das wollte ich eigentlich. Oh mein Gott. Die vertänzeln sich aber auch ganz schön auf den Ball jetzt hier gerade bei BVB. Die sind ein bisschen unsicher. Sancho. Oh, da kommt Veljkovic leider nicht ran. Gegen Weigel jetzt. Alcacer spielt oben auf Reus. Müssen wir aufpassen. Schön, Toprak. Meine Güte. Ist die Mannschaft gerade am Aufblühen. Cuisance. Sieht Reece Nelson. Nein, viel zu schlecht abgespielt, Cuisance. Nicht gut gemacht. Nicht gut den Ball verteilt. Die Idee war super mal wieder. Aber die Ausführung, dann hat es gescheitert. Thomas Delaney, alter Bremer. Hat bei Bremen unfassbare Leistung abgerufen. Bei Dortmund ist er auch ein ziemlich guter Spieler. Oh, Alexandro macht er super. Hendrik so leicht ausgespielt. Van de Beek muss jetzt aushelfen auf dem Flügel. Gegen Alexandro. Alexandro könnte jetzt flanken. Wäre eine eng geschlagene Flanke. Guerrero auf Alcacer in der Mitte. Pass auf. Oh Gott, Pavlenka. Dankeschön, dankeschön, dass wir dich hinten drin stehen haben. Du lässt nichts anbrennen. Boah. Jo. Ich bin richtig drin im Game. Eckball. Machen sie es kurz? Ja, auf Sancho. Sancho könnte ihn reinbringen. Cuisance macht da nichts. Cuisance. Oh, der haut ihn da um. Das kannst du doch nicht machen, Cuisance. Das gibt eine gelbe Karte wahrscheinlich. Einfach umgemäht den Spieler. Und gibt es eine gelbe Karte? Das sieht nicht danach aus. Nee, der Schiedsrichter holt schon das Spray wahrscheinlich raus. Ja, sprayt sich da alles jetzt zurecht. Cuisance ohne gelbe Karte. Kommt glimpflich damit vorbei. Reus bringt die rein. Flanke. Weit geschlagen. Alcacer kommt da ran. Van de Beek kommt da nicht ran. Delaney mit dem Fernschuss womöglich. Van de Beek, jetzt geht's los. Komm schon. Jetzt gibt's einen Konter. Reece Nelson läuft. Reece Nelson ist schnell. Oben läuft Rashica. Oben läuft Rashica, bitte. Nein. Oh Gott, das darf einfach nicht wahr sein. Und die klären ihn jetzt nach vorne. Wäre ich mit Reece Nelson durchgelaufen. Klasse von Moisander. Schön. Schön gesehen. Schön auf Veljkovic gespielt. Der kann aber den Ball nicht behaupten. Da kommen wir auch nicht ran. Und jetzt kommt wieder BVB. Wieder ab nach vorne. Ganz oben ist er frei. Ich weiß nicht, wer das ist. Guerrero oder so. Alcacer jetzt erstmal am Ball. Alcacer durch die Mitte. Alcacer auf Reus. Der in der Mitte steht. Jetzt im 16er. Jetzt wird's gefährlich. Moisander kommt da nicht ran. Aber Pavlenka. Meine Güte, weil er den Ball ein bisschen nach vorne knallt. War ja auch ein bisschen im Bedrängnis von Moisander, auch wenn er da nicht rangekommen ist. Oh, Leute, jetzt hier nichts. Bitte, bitte, bitte. Keine Fehler, Mann. Unten, ganz unten. Nein. Doch, 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 der läuft noch weiter. Können wir das bitte weiterleiten? Bitte. Schön. Das war doch kein Abseits, oder? War es nicht. Komm schon, Cuisance. Gegen Piqué. Cuisance. Oh, mein fucking Gott, mein Herz. Reece Nelson. Der Ball ist noch heiß. Der Ball ist noch heiß. Nein. Hakimi kommt dazwischen. Oh, man merkt, glaube ich, richtig, wie ich im Spiel drin hänge, Alter. Boah, das macht mein Herz nicht lange mit. Ich schwör's euch. Würde ich in diesem Let's Play, würde ich meinen Puls messen im LP, ne? Würde ich meinen Puls messen. Ich schwör euch, ey. Der wird gerade über 100 steigen. Meine Güte, es geht in die Halbzeit.
Oh, wir führen 1-0. Im Halbfinale DFB-Pokal. Und wir sind auch noch richtig am Drücker. Schaut euch das mal an. Ich meine, BVB und Ballbesitz, klar, dass es hoch ist, kann man sich schon irgendwie denken. Aber hier, 4-1 aufs Tor. Oh, meine Jungs, Alter, die gefallen mir hier. Und das machen sie alle super. Ich will gar nichts wechseln hier. Ich will überhaupt nichts wechseln. Und weiter geht's. Zweite Halbzeit. Wir fackeln hier gar nicht lang rum. Wir müssen weitermachen, wo wir aufgehört haben. Wir müssen da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Richtig viel Druck ausüben, viel Pressing, viel nach vorne. Tolle Laufwege, alles halt eben sehr... Und dann kommt so ein Pass natürlich, nachdem ich die natürlich mit Lob überschütte. Das wollen sie nicht hören. Die wollen hören, dass sie schlecht sind. Werder Bremen, richtig schlechte Mannschaft, macht das bisher richtig kacke. Vielleicht sind sie ja jetzt auf Turboleistung irgendwie aufgerufen. So, Julian Weigel auf Alcacer. Reus hat erstmal ein bisschen Platz. Dribbelt auch so ein bisschen verrückt. Der will mal einen Fernschuss versuchen. Will da Pavlenka überlisten oder was? Also so nicht, Freundchen. Schön gemacht. Ball behauptet, Cuisance gegen Weigel. Da läuft Morales. Ich wollte eigentlich auf Morales, aber Reece Nelson ist auch okay. Morales gegen Piqué. Piqué setzt seinen Körper ein. Ach, schade. Morales kann sich da nicht davon wegmogeln. Guerrero gegen Hendricks. Hendricks setzt sich super wieder mal durch. Veljkovic sieht Van de Beek. Und Van de Beek zieht jetzt. Van de Beek! Van de Beek! Man muss es auch mal versuchen. Manchmal hat man es auch mal im Urin, muss man sagen. Manchmal bietet sich auch so eine Gelegenheit, einfach mal von dort aus abzuziehen, weil es halt einfach irgendwie im Urin klebt, okay? Ja, wir stehen an der Seitenlinie und sagen, ja, mit dem Innenriss, ja, mit dem Innenriss, warum schießt du voll drauf? Ja, ich glaube, da können wir als Trainer mal ein bisschen beruhigter sein. Ich glaube, das war die bessere Entscheidung, da voll mit Vollspann drauf zu knallen. Oh, dieser Pass war abseits. Boah, ich dachte, Alter, der wäre der durchgekommen, Leute, der wäre in die Geschichtsbücher eingegangen. Wir sehen Wechsel bei BVB, die sind jetzt auch auf dem Drücker. Reus geht raus und dafür kommt natürlich Julian Brandt. Ne, wenn so ein Marco Reus rausgeht, absoluter Topspieler, dann muss natürlich der nächste Topspieler absolut hinterherkommen. Wie soll es denn auch anders sein? Julian Brandt jetzt im Spiel. Ist also nicht wirklich besser. Das, für uns. Nein, warum nicht auf Reece Nelson? Warum nicht auf Reece Nelson überlupfen? Das hat er nicht getan. Ich fasse es ja wohl nicht, der wäre so durch gewesen. Julian Brandt aber auch nicht mehr so wirklich ausdauernd. Guerrero mit Delaney. Sieht ganz oben Sancho, das macht er so super. Augustinsson ist da nicht, leider, gegen Sancho. Sancho gegen Augustinsson. Augustinsson wagt sich mal, kommt aber leider nicht ran. Brandt jetzt. Brandt gefährlich. Auf den Außen, der könnte gleich reinflanken. Hakimi. Hakimi spielt hier auf Sancho. Was machen die denn hier? Und der schießt einfach mal. Sag mal, wo lebst du denn? Also, ey, nur weil du jetzt auf den Platz gekommen bist für Marco Reus, musst du jetzt nicht auf einmal meinen, hier so 1-1 den ersetzen zu müssen oder sowas. Marco Reus kann nicht sowas zutrauen. Aber du brauchst es nicht mal gleich übertreiben hier, der Julian. So, Abschluss jetzt hier für Pavlenka. Wir machen es mal ruhig, wir machen es mal kurz. Axel Witzel im Spiel für Julian Weigel, also auch nicht besser für uns. Oh, guck mal, wie die hier pressen. Wir gallern die mal nach vorne. Die pressen hier viel zu sehr. Morales, kommst du da ran? Ah, kam da ran, aber nicht gut gespielt. Da kommen wir auch nicht dazwischen. Jetzt ein starker Spieler nochmal mit vorne, die auch wahrscheinlich ein bisschen mehr Ausdauer natürlich haben. Axel Witzel auch ein bisschen angeknackst, aber der hat immer noch mehr Ausdauer. Axel Witzel jetzt. Axel Witzel mit viel Freiraum. Spielt auf Alcacer. Aber Veljkovic, pass auf. Ah, Veljkovic. Gallert den doch irgendjemand. Einfach weg damit. Was ist denn hier los? Was ein Pass. Rashica. Was ist das denn? Rashica gegen Alexandro. Rashica setzt sich durch. Nein. Oh, das fasse ich ja wohl nicht. Was? Wie der geklärt hat, der Veljkovic. Ist der stark. Der ist so bockstark, dieser Milos. Und da, Sancho wird angespielt. So stark jetzt auch von denen gemacht. Könnte jetzt reinflanken. Gegen Augustinsson. Augustinsson kriegt den Ball. Kriegt den Ball. Schön. Alle sind auf 100%. Das gefällt mir so sehr gerade an meinem Team. Alle sind so auf 100%. Morales. Und läuft Veljkovic. Oh, hart reingegangen, Freundchen. Und jetzt können wir nochmal schauen nach dem Wechsel. Wir müssen hier nichts, wie gesagt, anbrennen lassen. Wir können einfach so durch das Spiel stapfen. Das ist kein Problem. Wir können auch mit dem 1-0 rausgehen. Gruev. Werfe ich jetzt einfach mal rein, hier, ja gut, in die zentraldefensive Position. Ich schau nochmal, ich kann nochmal Nelson rausbringen und dafür einen Eggestein reinsetzen. Bisschen ausdauernden Mann auf den Flügeln kann ja auch nicht schaden, die haben ja auch starke Flügelspieler da stehen und so. Sind zwar nicht mehr so ausdauernd, wie gesagt, aber immerhin sind das immer noch solche Leute wie Sancho und Guerrero und so, da kann man die Flügel mal ein bisschen stärken. Paco Alcacer geht raus und dafür kommt wer? Lukas? Ist das Lukas? Das ist Lukas, ich fass es nicht. Moura, Lukas Moura. Ach du meine Güte. Natürlich, die haben Alcacer halt eben weg, ne? Und dann kommt so ein Typ rein wie Lukas Moura, ne? Den sie natürlich noch dabei haben. Eggestein direkt mal am Ball. Setzt sich da auch schön durch. Schön gesehen. Gruev wurde angespielt. Der sieht Morales durchstarten. Morales! Morales! Oh, die vertanzen sich da so ein bisschen. Meine Güte, das wäre fast das 2-0 geworden. Wenn Morales da durchgekommen wäre, das hätte ein Tor gegeben. Morales hat so einen guten Torriecher. Der geht mal absolut auf Hendricks. Der kann auch ohne Probleme weitergeben. Nein, noch nicht ganz da oben. Ist egal, wir kommen da ran. Schön, Cuisance. Oben jetzt auf Eggestein, schade. Kamen sie noch dazwischen. Machen sie auch stark. Wie gesagt, man kann ja alles sagen, was man möchte. BVB macht das auch ziemlich gut hier bisher.
Ganz oben könnte Moura jetzt spielen. Deswegen gehen wir da mal hin. Oh, 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 oh. Da jetzt ganz oben ist er, der Sancho gegen Gruev. Nein, Kopfball kommt, aber Pavlenka, bitte. Was? Oh mein Gott. Das sah aus dem Winkel aus, als würde er einfach ins Tor rollen. Was ist denn hier los? Nicht der kopfballstärkste Spieler, der Lukas natürlich. Oh, ich dachte gerade, ey, der rollt so ins Tor rein, weil Pavlenka nichts getan hat. Aber hat er gut gesehen. Abstoß. Bringen wir einfach raus. Das bringt nichts, den kurz zu spielen. Die machen so ein hartes Pressing da bei Dortmund. Das funktioniert so nicht. Morales. Kommt er da ran? Kommt nicht ran. Das machen sie so gut. Guck mal, die Fans, die rasten aus. Die Fans, die wollen's. Axel Witzel jetzt am Ball. Jetzt haben sie richtig Ballbesitz hier, die BVB-Spieler. Die haben jetzt richtig Ballbesitz hier, das Team. Brandt gegen Cuisance. Cuisance kommt da nicht ran. Er versucht alles. Rashica gegen Guerrero. Spielt auf Brandt wieder zurück. Da kommen wir auch nicht ran bei Van de Beek. Delaney jetzt. Delaney spielt nach vorne, sieht Moura durchlaufen. Moura schießt, Pavlenka! Oh mein Gott! Oh! Ich fass es nicht! Diese Krake! Gruev, jetzt kommen wir! Schön! Piqué gegen Morales! Morales ist durch! Morales! 2 zu 0! 2 zu 0! Das gesamte Dorf, wo ich wohne, weiß gleich Bescheid, dass Werder Bremen gerade gewinnt gegen Dortmund. Das ist es mir wert. Das ist es mir wert. Ich brülle hier wie ein Gorilla. Oh, Morales. Mit der Ruhe. Ein 1 gegen 1. Mit der Innenseite gegen Roman Bürki. Und ich spuck hier auch wieder mein Zimmer so voll. Alter Schwede. Ich muss gleich einen Anker lichten. Leck mich fett. Oh, mein Herz. Oh, 2 zu 0. In welcher Minute war das? 84. oder so? Das war die 83. Minute, wir sind kurz vor Ende, wir führen gerade 2 zu 0 und ich setze jetzt auf Defensiv. Eben ganz kurz nochmal die Aufstellung nachprüfen, ob das auch so funktioniert, wie ich das hier möchte. Gruev geht nicht in die Innenverteidigung, da bleibt bitte Toprak. Van de Beek, nee, bisschen offensiver am besten gegen Cuisance mal hier wechseln und dann Van de Beek gegen Eggestein einmal so wechseln. Ja, so gehen wir das rein. Nee, ich tausche noch was. Komm, Bejimo darf auch nochmal spielen gegen Henrichs. Ja, Bejimo hat sich das auch mal verdient, weil der hat ja einmal schon mal rumgeklagt gehabt und so, das machen wir mal so. Wir führen 2-0 in Dortmund. Henrichs, schön. Gleich wirst du ausgewechselt, klar. Aber das machst du nochmal echt klasse hier. Oh, nichts anbrennen lassen, bitte, Leute. Nicht das jetzt. Ganz oben, da läuft jetzt Eggestein. Eggestein gegen Hakimi. Hakimi kann nicht mehr rennen. Die sind alle so kaputt. Eggestein ist durch. Eggestein zieht unten Morales. Nein, viel zu blöd gespielt. Bürki ohne Probleme. Hätte ich ein bisschen früher machen müssen. Der FIFA-Spieler, der FIFA Ultimate Team-Spieler würde sagen, ja, du wolltest sweaten, das hat nicht funktioniert. Ha, selbst verdient, das ist die KI. Donny van de Beek. Der will's echt wissen, der van de Beek. Ein Weitschuss nach dem anderen haut raus. 3 Minuten Nachspielzeit, komm, wir müssen das nur noch runterspielen lassen. Bitte. Bitte. Zu Null am besten. Lukas Moura. Ach, was ist das denn, der will lupfen. Jetzt, oh, Pavlenka, nimm ihn noch in die Hand. Was machst du denn? Egal, wir machen schnell. Pavlenka ist ein fairer Spieler. Eggestein, jetzt haben wir's. Oh, schade. Pfeif ab. Ja. Oh, wir sind im Finale. Berlin. Wir fahren nach Berlin. Wir haben die Dortmunder geschlagen. Oh, wir haben die Borussia geschlagen. Im Halbfinale mit einem 2 zu 0. Was ein Spiel. Was ein Team. Oh, was eine Mentalität. Oh, ich bin richtig durch den Wind. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Guckt euch diese Statistik an. Wenn das nicht ein geiles fucking Spiel am 21. April 2020 war, um 20.30 Uhr, worüber sich alle Fußballfans freuen können, die nicht BVB-Fans sind oder halt eben Werder Bremen hassen oder sowas, also ASV-Fans oder so. Ja, alle müssen dieses Spiel doch absolut lieben. Meine Güte, war das ein geiles Spiel. Interview nach dem Spiel, aber war sowas von rein da. Oh, boah, ich spuck hier weiterhin die ganze Zeit wie so ein Verrückter. Ey. Gut, dass hier keiner neben mir sitzt oder sowas. Dann würde ich ihn wahrscheinlich noch infizieren oder so. Gladbach gegen Bayern. Leute, stellt euch das mal vor. Werder Bremen gegen den FC Bayern München im Finale. Wäre natürlich das absolute heftigste Los und so. Aber das wäre auch, also, oh, wenn wir so gegen Dortmund spielen, wird das ja aber ein absolutes Traumspiel gegen Bayern München. Das sage ich euch auch mal.
Interview. Was haben wir denn hier Schönes? Wie schätzen Sie die Leistung Ihrer Spieler ein? Das war ein spektakulärer Sieg. Es war ein spektakulärer Sieg und der Vorsprung ist natürlich deutlich, aber wir müssen uns aufs Finale konzentrieren und auf dem Boden bleiben. Jawohl, Van de Beek. Van de Beek ist aktuell richtig gut drauf. Wie zufrieden sind Sie mit seiner heutigen Leistung? Er hat alle Lobeshymnen verdient. Deswegen werde ich auch mal ganz kurz jetzt gerade angerufen. Hätte das Spiel auch anders laufen können, wir hätten höher gewinnen müssen. Jawohl. Sowohl der Sieg als auch das Ergebnis gehen aus meiner Sicht in Ordnung. Wir haben Borussia Dortmund eingeschnürt und dann hätten auch noch deutlicher gewinnen können, sagen wir immer. Boah. Ey, ich muss mich erstmal beruhigen, ey. Direkt das nächste Spiel gegen Paderborn. Gut, da können wir wahrscheinlich noch ein bisschen mehr rumrotieren oder sowas, weil ich möchte Paderborn jetzt nicht zu gut, nicht irgendwie zu schlecht reden oder sowas, aber ich glaube, das waren ja die letzten aus der Bundesliga mit Abstand. Also da können wir richtig rumrotieren mal, sodass sich die wirklichen Stammspieler mal richtig ausruhen können, nachdem wir hier grandios gewonnen haben im Halbfinale. Also Gröf wird ausgeliehen, genau. Leihangebot für Straudi auch nochmal. Ich kann jetzt zwar nicht jeden Spieler leihen lassen, so auch für die nächste Saison, aber so ein Straudi können wir auch mal machen. Neue Transferperiode kommt dann ja auch irgendwann. Wir kriegen nochmal 2,6 Millionen Euro, alter Schwede. Wir bekommen ja auch noch sowieso nochmal Geld in der nächsten Transferperiode, wo ich dann noch so ein bisschen meinen Kader natürlich aufstocken kann. Und wie gesagt, als nächstes geht's dann ran gegen den SC Paderborn. Doch das war's mit der heutigen Episode, Leute. Ich hoffe, euch hat diese Episode hier gefallen. Mir hat die absolut, also das war heute wirklich emotionstechnisch so ein hohes Level. Von daher, wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Episode wieder. Macht's gut bis dahin. Stay clean und so, ne? Don't get Corona oder sowas. Oder flatten the curve und wie die Hashtags nicht alles heißen. Von daher, ne? Seid vorsichtig und so. Haut da rein. Ich wünsche noch was.